die Goldenen Blogger 2018. Bei mir sind die Veranstalter Franziska Blum, Thomas Knüver, Daniel Fiene und Christiane Link. Es haben sich wieder über 2000 Leute beworben, wurden vorgeschlagen. Wie kann man denn aus dieser Menge überhaupt die Perlen herausfinden? Disziplin, würde ich sagen, und eine Neugierde, neue Dinge und neue Blogs zu entdecken. Und ja, war schon ganz schön viel Arbeit, aber hat Spaß gemacht. Wie viele Tage hast du denn auf der Couch gelegen und geguckt? Boah, also schon ein paar Tage, also immer mal wieder zwischendurch und dann halbtäglich sozusagen, ja, einfach durchgeguckt, was da war und habe natürlich auch so ein bisschen ein paar Lieblingskategorien, wo ich mich so ein bisschen mehr reingelesen habe und so und ja. Wie schwer ist es dann wirklich auch, das Gefühl zu entwickeln? Es gab ja Leute, die haben auch gerade erst vor einem halben Jahr angefangen, waren ganz überrascht, dass sie überhaupt nominiert wurden und dann vielleicht auch noch gewonnen haben. Wie schafft ihr das immer wieder, auch diese Texte zu finden? Also ich glaube, was mich wirklich mal wieder beeindruckt, ist die Passion, die viele Leute mitbringen. Einfach die, wo sie sagen, es ist wichtig, dass man sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Andere haben ein sehr feines Händchen beim Thema Community Building, also dass sie sehr stark mit ihren Lesern interagieren und so die Themen vorantreiben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das merkt man auch ziemlich schnell, wie sehr da jemand hinterherpicht. Und das sind eigentlich Menschen, die das aus Idealismus machen und nicht aus einem kommerziellen Gedanken. Und deswegen haben sie auch mal verdient, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Es hat ja alles mal mit euch praktisch angefangen. Jetzt gibt es eine Akademie, das war dieses Jahr neu. Also die haben auch entschieden, wer manche Kategorien gewinnt. Wie kam es dazu? Wir wollten uns von den Jurypflichten ein wenig lösen, weil wenn wir vier Leute sind, dann kann man uns schnell vorwerfen, das ist alles nur Vetternwirtschaft. Wir haben also alle Gewinner der vergangenen 12 Jahre gebeten, unsere Jury zu werden. Und da haben eine ganze Menge auch geantwortet, haben gesagt, wir haben Lust darauf. Und die bitten wir jetzt eben dann um ihre Stimmen. Das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit dieser Akademie vielleicht noch weiter treiben können. Das heißt, was könnte man da noch machen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir zumindest mal versuchen, ein Treffen zu organisieren. Und ich finde, es wäre auch mal wieder Zeit, Bloglesungen zu machen. Vor 10 Jahren haben die ein paar hundert Leute zusammengetroffen. Es war eine große Atmosphäre. Ich finde, wir brauchen wieder Bloglesungen. Es geht ja, wenn es um Blogs geht, vor allen Dingen auch um Texte. Natürlich haben einige auch andere Medien, aber gerade in einer Zeit, wo es so sehr um Videos geht oder Fotos geht, haben wir heute sehr besondere Texte gehört. Ist das einfach schön zu sehen, dass auch das wirklich wahnsinnig wichtig und Bedeutung hat? Naja, wir sehen ja daran, dass neben dem ganzen Video, auch Kurztexten wie bei Twitter und Ähnlichem, dass der langgeschriebene Text, die Reportage aus dem Leben ja am Ende auch, immer noch eine Berechtigung hat. Und das ist sicherlich ein Zeichen, was wir als Goldene Blogger und was den Preis ausmacht. Auch dieses Jahr waren wieder viele Sponsoren mit dabei, die das ermöglicht haben. Wie seht ihr die Zukunft? Geht das weiter so gut? Ich hoffe tatsächlich, also die ersten Gespräche, die ich heute Abend nach der Preisverleihung führen konnte, waren sehr positiv. Und vor allen Dingen, da geht es ja um eine Sache, nämlich, dass wir alle Nominierten auch einladen können, hier hinzukommen, dass sie die Reise möglich machen können, dass sie hier übernachten können. Und das ist auf jeden Fall eine wunderbare Sache, wo wir auch hoffen, so ein bisschen den Blog-Spirit auch hier im persönlichen Kontakt hochhalten zu können. Ich glaube, man muss auch sagen, es gibt ja halt Marken, die geben vierstellige Beträge aus für ein einzelnes Instagram-Foto. Und wir bieten ihnen eigentlich für das gleiche Geld einen Saal voll Influencer und die Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu kommen. Das gibt es uns nicht so häufig. Der Gewinner, der Blogger des Jahres, war ja schon ein sehr schweres Thema. Da ging es ums Sterben. Auch daran sieht man wieder, dass die Leute an Inhalt interessiert sind. Absolut. Und das Schöne daran ist ja wirklich, dass die es mit den Goldenen Bloggern schaffen, Themen transparenter zu machen, ihnen eine Bühne zu geben, die sonst in der normalen Medienberichterstattung oder grundsätzlich in der Berichterstattung zu kurz kommen. Und ich finde, dass gerade das Blog Sterben üben dafür ein wunderbares Beispiel ist und zu Recht Goldener Blogger geworden ist. Welche Pläne, was können wir jetzt erwarten für die nächsten Monate von euch? Also ich hoffe natürlich, dass wir wieder so viele tolle Einsendungen bekommen. Ich hoffe jedes Mal, wenn die Goldenen Blogger vorbei sind, dass wieder mehr Menschen motiviert werden, selber zu bloggen, selber im Internet aktiv zu werden. Und wenn wir ein paar Leute motiviert haben, kreativ zu sein,
dann haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel erreicht. Also ich glaube, mit dem Aufruf habt ihr dann statt 2000 Einsendungen gleich wieder 3000. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Danke für den schönen Abend. Und liebe Zuschauer, danke euch, dass ihr dabei wart. Die Goldenen Blogger 2018.